Ja, hallo, vielen Dank. Ich bin hier im Namen der Hochschule Karlsruhe, im Namen von Professor Freckmann, werde im Rahmen meiner Bachelor-Thesis das Thema Einsatzmöglichkeiten von Open Source GIS im Geomarketing ein bisschen näher bringen. Kurz zum Inhalt, über was ich sprechen möchte. Wir werden einmal die Motivation ansprechen, die hinter dem Ganzen steht. Wir werden kurz vielleicht für die, die noch nicht so im Fach drin sind, kurz die Grundlagen im Bereich Marketing, Geomarketing ansprechen. Wir kommen dann zu dem Hauptteil eben der Evaluierung verschiedener Systeme. Und dann werde ich noch durch ein paar Testszenarien durchgehen, die ich dann eben mit einer prototypischen Software angegangen habe. Und natürlich Fazit und Ausblick. Ja, was steht hinter der ganzen Sache? Geomarketing wächst stetig, der Bedarf ist da, der Bedarf wächst. Allerdings sind Softwarepakete in dem Bereich, man kennt es ja auch zum Beispiel von ArcGIS, ziemlich teuer. Deswegen sind da viele Unternehmen immer abgeschreckt, davon was zu nutzen. Aber eben auf der anderen Seite wächst der Markt für freie Software und eben für Open Source GIS. Von daher gilt es einfach, folgende Fragen ein bisschen zu beantworten. Welches System eignet sich denn überhaupt für einen Einsatz? Welche Use Cases kann man denn überhaupt schon mit Open Source GIS bearbeiten? Und wo muss man denn noch nachlegen bei Open Source GIS? Ja, wir überfliegen kurz die Grundlagen im Bereich Marketing. Es ist als Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre anzusehen. Gilt als Denkhaltung, die Unternehmen eine Orientierung für die Ausrichtung gibt. Und Kernbegriffe, die hier eine Rolle spielen, sind auf der einen Seite die Bedürfnisse, auf der anderen Seite das Produkt, die dann eben über Bedarf, Auffrage, Angebot dann eben im Markt enden. Hier alles, was schon blau markiert ist, lässt sich auch schon Fragestellungen für Geomarketing finden. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das Grundwerkzeug, das wichtigste Werkzeug im Marketing ist der Marketing Mix. Im Englischen wird das die 4 Ps genannt. Das ist einmal die Produktpolitik, die Preispolitik, die Kommunikationspolitik und die Vertriebspolitik. Die einzelnen Unterpunkte, zum Beispiel bei der Kommunikationspolitik, eben welche Marketingaktivitäten fahre ich, was für eine PR mache ich, kommt dann in einzelne Mixes, werden die genannt, wo dann zum Schluss zum großen Marketing Mix zusammenlaufen, der eben als Grundlage dafür dient, wie es später weitergeht in den Aktionen. Wenn man sich jetzt mal Geomarketing betrachtet, wo spielt es damit rein? Geomarketing kann im Prinzip zu diesen 4 Säulen im Marketing-Mix immer die Raumfrage, das Wo beantworten. Sprich zum Beispiel, wie kommuniziere ich mein Produkt vor Ort? Was sind da meine Zielgruppen? Wo kann ich am besten meine Werbung zum Beispiel platzieren, Standortfragen lösen und so weiter? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Geomarketing eine Planung, Koordination und Kontrolle von kundenorientierter Marktaktivitäten ist. Und eben die unternehmensinternen, externen Daten zusammen mit Geodaten kombiniert, analysiert, visualisiert und so eben als Basisgrundlage dient für weitere Entscheidungen. Kernbegriffe oder Kernbausteine, die hier eine Rolle spielen, sind die IT, wo wir zum Beispiel die GIS haben. Wir haben die Statistik, die Geografie und die Kartografie. Und der Bereich lässt sich nicht nur auf Marketing reduzieren, sondern es ist auch im Einsatzmöglichkeiten für Unternehmensführung, Einkauf, Produktion, Netzplanung und vieles mehr. Ja, der Open-Source-GIS-Vergleich war eben jetzt der erste Teil der Thesis in meinem Rahmen, das ich da beantwortet habe. Folgende 5 Systeme habe ich verglichen. Quantum-GIS, GRASS-GIS, MapWindow, UDIC und OpenJump in den folgenden Versionen, wie es auch hier dran steht. Zur Testumgebung, das Ganze habe ich hier auf meinem MacBook durchgeführt. 2,4 GHz i5-Prozessor, 8 GB RAM, durchschnittliche Grafikkarte und Festplatte. Das Ganze habe ich aber über die Software Bootcamp auf Windows installiert, weil einfach MapWindow als Plattform ja noch nicht auf OS X oder Linux lauffähig ist. Deswegen wollte ich hier eine Voraussetzung für alles haben. Bootcamp ist aber keine VM, sondern das Betriebssystem wird hier eigenständig installiert. Kurz zu den Testdaten, die ich verwendet habe im Durchlauf. Wir haben einmal die OpenStreetMap-Daten, die hauptsächlich als Hintergrundkarten dienen. Von der Gemeinschaft GeoNames habe ich Postleitzahl-Shapes verwendet. Von dem Unternehmen GfK Geomarketing habe ich Kaufkraftdaten verwendet. Das Unternehmen Business und Seele hat Kundendaten zur Verfügung gestellt. Die Hochschule Karlsruhe habe ich Elektronikmärkte im Einzelhandel eine Datenbank erhalten. Ein Vektordatensatz der Stadt Karlsruhe. Und anschließend habe ich noch eine kleine Datenbank selbst erstellt, um später den Einsatz im Außendienst demonstrieren zu können. Ja, zur Evaluierung selbst. Wie wurde bewertet? Insgesamt gab es 35 Punkte. 24 Punkte gab es für die GIS-Analyseanforderungen, die wichtig sind für Geomarketing. 4 Punkte gab es dann jeweils für die Nutzeranforderungen und für das Datenhandling. Die Systemanforderungen mit 3 Punkten bewertet, steht jetzt auch hier ein bisschen außerhalb, weil natürlich unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Performance. Ja, wie wurde das Ganze bewertet? Auf der linken Seite in Tabelle 1 sieht man die ganzen Anforderungen im GIS-Bereich blau hinterlegt für Geomarketing, sprich zum Beispiel eine Geokodierung über Testadressen, also nicht über Koordinatenabfrage, sondern wirklich über eine Adresse.
Generierung von Puffer oder Verschneidung oder Ähnlichem, die immer nötig sind für zum Beispiel Standortsuchen. Attributive Filtersuchen sind interessant. Eine Standortsuche eben im Sinne von der Generierung von Flächen. Routing-Navigation ist interessant, eine Deckungsgradanalyse ist wichtig, Besuchstourenplanung, also sprich, wie kann ich meine Außendienstmitarbeiter optimal von Punkt A nach B bringen, also das Traveling Salesman's Problem oder eben Siebenbrücken von Euler, wie man es kennt. Dann gibt es eben noch die thematischen Karten, natürlich, die wichtig sind zu erstellen, auf denen ja eben die Basisentscheidungen dann getroffen werden. Gebietsplanung manuell und automatisch, sprich zum Beispiel, wenn Außendienstmitarbeiter Gebiete zugeteilt haben, dass man sich die mal einfach räumlich anschaut. Wie viel Zeit haben denn die, was müssen die alles abfahren, wie viel Umsatzpotenzial hat da jeder dahinter, um hier einfach optimieren zu können. Portfolioanalysen eben über zwei Attribute zu klassifizieren und eben die grafische Ausgabe. Und dann haben wir eben noch die Nutzerfreundlichkeit, die Dokumentation, die Datenkompatibilität und eben die Systemperformance. Ja, kommen wir zum Ergebnis meiner Evaluierung. Man muss natürlich vorneweg sagen, so eine Software-Evaluierung ist ein bisschen subjektiv. Allerdings sind, sage ich mal, die Kriterien, die ich jetzt gerade genannt habe, schon die State-of-the-Art-Kriterien, die man benötigt für Geomarketing. Jetzt hier das Ergebnis Quantum GIS, in diesem Fall mein persönlicher oder eben der Sieger mit 25 Punkten, GrasGIS mit 24 Punkten, knapp dahinter, die restlichen drei Pakete nur mit 20 Punkten. Liegt einfach daran, dass die letzten drei Pakete vom Umfang einfach ein bisschen kleiner sind oder vom Datenhandling, von der Datenkompatibilität. GrasGIS wäre zwar im Funktionsumfang noch ein bisschen größer, allerdings ist hier die Nutzerfreundlichkeit nicht so hoch wie bei Quantum GIS. Und wenn man sich bedenkt, dass jetzt zum Beispiel im Unternehmen Geomarketing eingeführt werden soll, sind es nicht unbedingt Fachleute, wie wir sie jetzt hier haben, die sich mit GIS auskennen, sondern das sind vielleicht Leute, die eine Zweitagesschulung bekommen und sonst im Einkauf oder im Vertrieb arbeiten, keine weiteren Berührpunkte haben. Deswegen muss man hier natürlich darauf achten, dass die Nutzer so einfach wie möglich in die Software kommen. Schauen wir uns kurz die Einzelergebnisse an bei Quantum GIS. 25 von 35 Punkten entspricht 71,4% von den möglichen Punkten, die erreicht wurden. Schaut man sich die Teilergebnisse an, 14 von 24 Punkten für die GIS-Analyseanforderungen, also hier ist natürlich noch ein bisschen Bedarf da. Der Rest war dann mit 100%, also eben hohe Datenkompatibilität, geringe Anforderungen auf meinem Testsystem und eben eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Schaut man sich das Ganze noch mal ein bisschen grafisch an, auf der rechten Seite angeordnet die Analyseverfahren, also hier schon einige da. Man sieht hier auch eindeutig, dass lediglich drei Analysen gar nicht durchgeführt werden konnten. Auf der linken Seite eben Datenkompatibilität und Nutzerfreundlichkeit. Die Systemperformance ist jetzt hier außen vor genommen, aber hier schon sehr stark. Wenn man sich das mal im Vergleich zum Beispiel zu OpenJump betrachtet, OpenJump sieht man schon deutlich, ist von der Datenkompatibilität nicht so hoch und ist eben auch bei den Funktionen ein bisschen schwächer. Ja, die Testszenarien, was habe ich geprüft? Wir haben es vorhin schon angesprochen, allgemein dazu zu sagen, es ist jetzt ein mögliches Real-Case-Szenario. In meinem Fall war es jetzt ein fiktives Unternehmen von Elektronikmärkten im Einzelhandel. Ich jetzt einfach mal ganz naiv sagen, so, wir möchten jetzt mal eine Geomarketing-Analyse für unser Unternehmen haben. Wir suchen vielleicht einen neuen Standort in Karlsruhe, wo können wir den am besten setzen? Hier präsentiere ich jetzt auch nur lediglich Ausschnitte von den Karten. Wer Interesse hat, kann sich aber gern die Arbeit zukommen lassen und kann sich da dann die vollen Ergebnisse anschauen und nochmal durchlesen. Das erste Szenario eben das Geokodieren von Testadressen, also sehr wichtig. Oftmals hat man ja viele Kundendatenbanken mit Adressen, die müssen geokodiert werden. Wenn man jetzt sich jetzt hier das Szenario in den Kopf ruft, man möchte jetzt mal zum Beispiel die bisherigen Elektronikmärkte in Karlsruhe sich betrachten bei der Standortplanung, hier eben Mediamarkt und Saturn. Kann man die geokodieren, im Hintergrund OpenStreetMap-Datenmaterial, auf dem auch das Plugin funktioniert, das ich benutzt habe, das nennt sich Geocoder. Und gab allerdings drei Probleme hier, also das erste Problem ist, der Workflow ist ein bisschen klebrig, vielleicht liegt es auch jetzt noch an der Vision, vielleicht kommt da jetzt auch ein neuer Patch. Jedes Mal, wenn ich eine Adresse geokodiert habe, rutsche ich ein Stück nach hinten von meiner Zoom-Stufe, das heißt, sobald ich drei Adressen geokodiert habe, habe ich die ganze Welt vor mir. Das ist natürlich im Fall Karlsruhe ein bisschen schlecht. Das nächste Problem ist, das ist wesentlich größer, es können nur einzelne Adressen geokodiert werden. Wenn man an große Kundendatenbanken denkt, sind da zwischen 400 mal vielleicht auch 4000 Kundenadressen drin, die geokodiert werden müssen. Und dann ist es natürlich sehr anstrengend, die Stück für Stück einzeln zu geokodieren. Das größte Problem, was aber hier war,
war, dass die Daten nur temporär gespeichert sind. Das heißt, bei einem neuen Aufstarten hatte ich zwar noch meinen Layer zum Beispiel, allerdings waren die ganzen Daten und die ganzen Bezüge wieder weg. Das heißt, hier war ein Workaround notwendig, die Daten nochmal separat als zum Beispiel Shapefile zu speichern und die Attributtabelle im Nachhinein nochmal hinzuzufügen. Aber für einzelne Adressen im kleinen Rahmen funktioniert das hier schon sehr gut. Wenn man jetzt einfach mal sagt, man möchte vielleicht von diesen Märkten die groben Einzugsgebiete sich anschauen, wir generieren einfach mal Puffer, um zu gucken, was decken denn die ab. Jetzt einfach mal definierte ABC-Einzugsradien mit 500, 1000 und 2000 Metern. Kann man sich das hier auch sehr gut darstellen lassen, im Hintergrund auch wieder OSM-Kartenmaterial. Sieht man einfach schon mal so grob, wo sind denn da die Hotspots, wo sind denn so grob die Haupteinzugsgebiete. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja okay, dann möchten wir jetzt mal als Beispiel MediaMarkt als die stärkste Konkurrenz, auch wenn die ja mit Saturn zusammengehören, sagen, wir möchten jetzt mal nur die Mediamärkte angucken in Bezug auf die attributive Filtersuche, kann man das natürlich einfach lösen, indem man einfach nur in der Attributtabelle markiert oder eben nach Ausdruck sucht. Das ist meiner Meinung nach auch sehr nutzerfreundlich gestaltet, weil ich eben ja meine eindeutigen Werte laden lassen kann, habe eine starke Dokumentation hier dahinter. Also hier können User ziemlich schnell damit arbeiten und ihre Ergebnisse finden. Ja, Standortsuche, ein ziemlich bekanntes und großes Thema. Wenn man jetzt sagt, also gut, wir möchten jetzt wirklich potenzielle Fläche für unseren neuen Standort finden, was können wir denn da machen, wo möchten wir denn da hin? Auf der linken Seite mal vorab, das sind so die Kriterien, die da gefragt waren, zum Beispiel zu den Stadtzentren, Südstadt, Südweststadt, Marktplatz und so, was es in Karlsruhe gibt. Radius von 500 Meter, in den grünen Sternchen markiert. Eine Kaufkraft soll sein von mindestens 500 Euro, die hier Haushalte aufbringen können. Es soll im Stadtgebiet der Stadt Karlsruhe liegen und nicht im suburbanen Raum davor. Und ja, eben, das war es jetzt eigentlich auch schon. Das Problem war dann hier, wenn man es auf der rechten Seite betrachtet, auch schon angedeutet, nochmal mit den Einzugsgebieten der Konkurrenzmärkten. Die möchte man ja eigentlich nicht kreuzen. Ich möchte ja möglichst eine Fläche finden, die noch nicht gesättigt ist und möchte da meinen Standort finden. War jetzt in diesem Fall nicht so einfach möglich, weil einfach die Datensätze heterogen sind. Das heißt, man hätte hier jetzt im Vorfeld sich seine ganzen Datensätze nehmen müssen, homogenisieren müssen. Ich habe jetzt hier lediglich mit Absicht auf der On-the-Fly-Projektion gearbeitet, weil ja der Nutzer eben mit wenig Background-Wissen ja einfach nur seine Daten einladen möchte, im Bestfall 3 Klicks macht und dann sein Ergebnis haben will. Deswegen war das hier etwas schwieriger, wäre aber theoretisch möglich, hier auch noch tiefer reinzugehen, noch mehr Kriterien anzupacken, allerdings eben vorweg die Homogenisierung von den kompletten Datensätzen, was dann natürlich auch wieder ein bisschen Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Sagt man jetzt, man möchte noch ein bisschen Routing-Navigation anführen, ist ja auch interessant, wenn man zum Beispiel später eine Besuchstourenplanung machen will. Das ist noch hier sehr spartanisch, das ist Add-on Straßengraph, das man dazu verwenden kann. Man kann auch hier einfach auf einem routingfähigen Vektornetz, eben hier auch aus der Stadt Karlsruhe, kann man sich schon einfache Strecken anzeigen lassen. Funktioniert auch ganz gut, allerdings sind die Zeitangaben zum Beispiel 0,0163 Stunden, das ist ein bisschen ja, suboptimal, kann man ja aber im Nachhinein umrechnen, vielleicht könnte man ja hier noch ein bisschen nachsetzen, auch hier die Ergebnisse lediglich wieder temporär gespeichert. Also noch ein bisschen steinzeitlich in dem Bereich, wenn man jetzt hier zum Beispiel an die Marktführersoftware in dem Bereich von der PTV AG aus Karlsruhe denkt, das Produkt heißt Map & Market, die sind hier sehr stark, aber da muss man natürlich auch sagen, da stecken mehrere Entwicklerjahre mit mehreren 100 Mann Entwicklern dahinter. Das ist natürlich dann schon nochmal ein anderer Brocken. Ja, die Deckungsgradanalyse war in diesem Fall jetzt ein Sonderfall, wenn man eben sagt, dass man mit gewissen Intervallen und numerischen Werten einfach mal Erreichbarkeiten auf Karten abfragt, jetzt nicht im Sinne, wie lang laufe ich denn dahin, sondern möchte ich meine Umsätze anteilig auf meine Haushalte haben, dann ist das Ganze theoretisch auch möglich. Hier haben wir jetzt allerdings wieder die zwei Probleme. Das war einmal wieder die Datensatzhomogenisierung, die hätte vorweg stattfinden müssen. Und für so eine genaue Analyse benötigt man natürlich auf die Haushaltsebenen genau die Daten. Das Bundesdatenschutzgesetz sagt ja, 5 Haushalte maximal werden zu einer Parzelle zusammengeführt. Die Daten kann man auch kaufen, eben zum Beispiel bei Anbietern wie Infas Geodaten oder Ähnlichem. Allerdings sind die Daten sehr teuer, sehr umfangreich, standen hier jetzt nicht zur Verfügung und ich denke, das hätte allein schon wahrscheinlich eine Thesis füllen können, so eine Analyse. Ja, wenn jetzt man wieder sich das Beispiel von dieser X-Company in den Hintergrund ruft und sagt, Mensch, wir möchten jetzt vielleicht auch einfach mal gucken, wie sieht es denn generell in Deutschland aus? Allgemein benutzen Firmen da gerne die sogenannten Kaufkraftkarten.
Hier einfach auch mal zwei Beispiele. Im oberen Beispiel sieht man ein gleiches Intervall der Verteilung der Kaufkraftdaten. Unten sieht man natürliche Grenzen der Kaufkraftdaten. Man kann natürlich auch seine eigenen Grenzen bei den numerischen Werten stecken. Hier muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. How to lie with maps, Klassiker, funktioniert hier sehr gut, wenn man ein bisschen einfach nur die Intensität von den Karten an gewissen Stellen stärkt, dann entsteht da schon ein ziemlich verzerrtes Bild. Also die untere Karte, da denkt man natürlich, oh, jetzt hier im Raum Stuttgart ist das bei Baden-Württemberg, oh, da geht ja richtig viel im Vergleich zur oberen Karte, naja, da ist ja eigentlich gar nicht so viel, sind aber die gleichen numerischen Werte dahinter, lediglich andere Intervalle. Ja, betrachtet man jetzt mal eben diese Gebietsplanung, kann man fiktiv jetzt, das war eben mein eigenes Beispiel, dass man sagt, okay, wir haben jetzt drei Außendienstmitarbeiter, ist natürlich auch ein bisschen wenig, aber nur andeutungsweise, die jetzt eben in Deutschland verteilt sind. Als erster Schritt möchte ich mir mal angucken, wo sitzen denn die überhaupt? Macht das Sinn, wo ich meine Außendienstmitarbeiter sitzen habe? Macht das Sinn, wo die Gebiete verteilt sind? Man sieht hier auch schon die Standorte mit den gelben Dreiecken markiert. Man sieht zum Beispiel links oben, das ist noch ein bisschen suboptimal, was der Kollege da zu tun hat. Ist aber oft der Fall in der Praxis, dass viele Unternehmen einfach mal auf gut Glück ihre Außendienstmitarbeiter verteilen und eben hier dann sich im Nachhinein erstmal das mal visuell anschauen müssen, um zu verstehen, warum und was denn da überhaupt schief läuft. Auf der rechten Seite mal ein möglicher Optimierungsversuch. Hier wurden jetzt einfach mal beispielhaft die Bruttoinlandsprodukte der einzelnen Bundesländer genommen und aufeinander angeglichen, so dass jeder der Außendienstmitarbeiter den potenziell gleichen Wert hat. Das Ganze konnte ich aber nur machen, indem ich erstmal einen Schritt zurückgegangen bin, wieder in meine Datenbank und eben hier die Werte, sage ich mal, so verteilt und verschoben und die Durchschnitte errechnet habe, dass ich es eben nur neu visualisiert habe. Also sprich, hier, das Ganze ist noch auch in etwas ausbauungsfähig, wenn man eben an Softwarepakete wie zum Beispiel Map & Market von der PTV denkt, die das hier auch zum Beispiel schon automatisch löst und man hier auch wirklich schon direkt eben auch auf die Umsätze potenziell bis auf die Haushaltsdaten runtergehen kann. Noch kurz zum Abschluss, eine ABC-Kundenanalyse ist auch immer interessant. Zum Beispiel, das Unternehmen entscheidet sich jetzt, einen neuen Standort zu finden in der Stadt Karlsruhe. Wir haben einen neuen Standort. Wir möchten dazu am Anfang eine kleine Kampagne starten im Sinne von zum Beispiel Payback. Wir sagen, wir suchen uns Partner, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Hier als Beispiel, als A-Kunden sind zum Beispiel Tankstellen immer ein klassisches Beispiel. C-Kunden sind jetzt zum Beispiel Friseursalons. Die haben ja keine Synergien jetzt mit Elektronik. Produkten, wo man sagen könnte, da findet man zum Beispiel einen gemeinsamen Nenner. Allerdings zum Beispiel, wenn man jetzt an Apotheken denkt, die ja mittlerweile auch im Cross-Selling zum Beispiel elektrische Zahnbürsten oder Ähnliches verkaufen, da könnte man vielleicht die ein oder andere Synergie für sowas finden. Auch sehr beliebt, natürlich kann man hier auch nach Umsätzen gehen oder Ähnlichem. Hier die Visualisierung auch gut möglich über die Attributtabellen. Ja, aber jetzt hier ist auch die Sache, das ging auch nicht automatisch. Hier musste auch zuvor in der Datenbank erstmal gesagt werden, wer ist denn A, wer ist B und wer ist C Kunde. Also Marktführersoftware, wenn man jetzt hier an GfK Geomarketing, an das Produkt Regiograph denkt, hier auch schon automatisch. Ja, folgende drei Cases waren nicht lösbar, eben die Besuchstourenplanung, Tourenplanung für die Außendienstmitarbeiter, das ist wie gesagt sehr komplex. Eine automatische Gebietsplanung ist auch nicht möglich und die Portfolioanalyse, dass ich jetzt über mehrere Variablen klassifiziere, war jetzt in diesem Fall auch nicht möglich. Ja, ich habe jetzt schon die zwei kommerziellen Softwareprodukte mal angesprochen. Auf der linken Seite sieht man mal einen Ausschnitt von eben Map & Market. Die Adressen geokodiert, das funktioniert sehr gut. Ich kann hier sämtliche Listen und Tabellenformate einlesen und mir ausgeben lassen, manuell nachgeokodieren zum Beispiel. Und auf der rechten Seite eben mal eine Kaufkraftkartenvisualisierung angedeutet mit Regiograph. Allerdings, wenn man sich die zwei Beispiele anschaut, man braucht jetzt nicht unbedingt den teuren Marktführer kaufen, sondern man kann das eigentlich auch schon mit QuantumGIS jetzt in diesem Beispiel für umsonst lösen. Mal noch ein wirklich beispielhafter ökonomischer Ansatz im Vergleich, wenn man sich jetzt mal anschaut, eben Regiograph mit 16.500 Euro knapp in der vollsten Ausbaustufe, Map & Market bei 18.500 Euro ungefähr. Ja, und jetzt zum Beispiel auf der linken Seite QuantumGIS, warum steht jetzt hier knapp 10.000 Euro? Naja, wenn man sich überlegt, man benötigt ja ein bisschen mehr Daten. Die anderen zwei kommen zum Beispiel schon mit den Geobasisdaten daher, die benötigt man dann nicht mehr, auch schon routingfähig und alles. Kaufkraftdaten kosten was, die Schulungen kosten natürlich hier auch was. Und wenn man sich sagt, man hat jetzt mal einen Entwickler im Unternehmen, ja, der
hat jetzt mal 3 Monate Freiraum, kann für so 80 Euro am Manntag arbeiten. Der kann vielleicht ein bisschen die Gui-Schlacker machen, Sachen rausnehmen, die man jetzt einfach nicht benötigt. Oder vielleicht halt einfach mal noch eine Listenabfrage einbaut, eben bei der Geocodierung. Das sind jetzt einfach mal grob die Zahl von knapp 5.000 Euro. Ja, mein Fazit, Open Source GIS, wissen wir ja alle, sind schon sehr weit verbreitet und mächtige Arbeitswerkzeuge. Allerdings gibt es noch keine adäquate Lösung im Geomarketing-Bereich. Viele Funktionen, die wirklich fachspeziell sind, fehlen hier noch, müssen noch implementiert werden. Es sind wirklich viele Workarounds außerhalb der Software nötig, um das Ganze realisieren zu können. Auch automatische Funktionen sind noch nicht möglich, aber lediglich die Ist-Visualisierungen, die sind schon wirklich sehr gut möglich. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man sich jetzt halt eben die Marktführerprodukte anschaut, ist das Ganze mit Quantum GIS oder was Ähnlichem noch ein bisschen zu komplex eben für diese Nicht-Geo-User. Ja, was lässt sich als Ausblick sagen? Es sind schon sehr gute Basismodelle da, die man nutzen kann. Eben für Fachschalen zum Beispiel bleibt natürlich immer die Kosten versus Nutzen-Frage. Möchte ein Unternehmen einfach Ruhe haben und kauft sich halt für 15.000 Euro sein Produkt oder entwickelt halt mal noch für ein paar tausend Euro mehr das Open Source GIS weiter? Oder eben, was möglich wäre für die Zukunft Projekte, vielleicht bei der OGC oder Ähnlichem einzureichen. Oder man überlegt sich, im wirtschaftlichen Bereich eine Fachschale zu entwickeln und dann eben die Integration, Schulungen und Wartungen zum Beispiel kostenpflichtig anzubieten. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen? Erstmal der Dank für den schönen Vortrag. Danke. Und dann die Fragen aus dem Publikum, wenn es denn welche gibt. Ja? Ja, klar, den kann ich Ihnen zur Verfügung stellen. Fürs Video nochmal ins Mikro, oder? Die Frage war, ob die Vorträge runtergeladen werden können irgendwo. Eigentlich werden alle Vorträge gesammelt und sind dann auf der Foskes-Seite mit dem Link zu finden, wo welcher Vortrag vorhanden ist. Ich denke mal, das wird direkt im Programm verlinkt werden. Okay. Gibt es noch eine Frage, ja? Mit Mikro, oder ohne? Also, ich wollte noch kurz fragen, bei dem QGIS haben Sie wahrscheinlich dann nur die Lernkomponenten untersucht, also jetzt nicht super nativ? Nein, zum Teil. Also der Geocoder war ja zum Beispiel ein Plugin, das nicht nativ implementiert ist, das habe ich da verwendet. Aber im Kern habe ich mich schon eben auf die Grundkomponenten einfach mal losgestürzt, um eben da mal zu schauen, was ist da schon an Basis da und was kann man denn damit lösen. Ja, auch nochmal eine Frage. Sie haben also quasi das Software mit den Daten vermischt. Sie haben einen Unterschied zwischen Software und Daten. Also ein Kunde, den Sie ansprechen, der will gleich das Komplettpaket. Ja, das ist jetzt, genau. Also prinzipiell ist es so, auf dem Bereich, entweder Sie als Kunde kaufen sich einfach die Analyse und geben dem Anbieter seine Daten oder natürlich Sie kaufen die Software und die Daten zusammen, um eben mit Ihren eigenen Daten die eben zu kombinieren und Ihre Ergebnisse zu bekommen. Geomarketing-Modell bedeutender. Das war gleich auf der ersten Foliensatz, der ist mit nichts hinterlegt, mit nichts untermauert worden. Das ist so eine Behauptung, die schwört hier auch auf der Foskes rum. Niemand kann das beweisen, dass das wirklich so ist. Wie kommt die? Naja gut, ich meine, wenn ich mir eben die Unternehmen anschaue, wie zum Beispiel Infos Geodaten oder GfK Geomarketing, die werden nicht umsonst in den letzten 10 Jahren groß expandiert haben. Muss nicht unbedingt Deutschland gewesen sein, aber der Markt ist da schon sehr stark. Edeka, Lidl sind zum Beispiel hier auch schon mit eigenen Abteilungen mittlerweile in den letzten 2-3 Jahren am Arbeiten und bauen da auch immer weiter stark auf und suchen Leute und akquirieren eben auch zum Beispiel für uns direkt von der Hochschule die Leute. Noch eine Frage, ja? Geocoding gibt es ein schönes Plugin, wo man auch CSV-Dateien eingeben kann unter dem MS-QGIS-Plugin, auch schon in der 2er-Version. Ja, aber das war ja dann schon das war ja das Plugin, wo mit Koordinaten eingelesen wird. Ist richtig? Ja. Ah, okay. Auf Basis von Google oder von Nominativ. Ah, okay. Das ist ganz gut, da kann man nicht nur eine Adresse eingeben, sondern viele. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, danke für den Hinweis, werde ich mir mal anschauen. Gut, ja, für eine hätten wir noch Zeit, aber sonst können wir auch anfangen, hier rumzurücken. Mir ist auch noch eine Anmerkung aufgefallen, vielleicht habe ich es auch falsch gehört gerade, aber ich glaube, du hast irgendwas von bei deinen Kostenberechnungen 80 Euro pro Manntag am Ende gesagt.
Das ist natürlich äußerst unrealistisch. Ich ist eher Richtung Stundensatz, würde ich mal sagen. Es sei denn, vielleicht intern ein Student, der sowas macht. Genau. So, aber so würde ich ein bisschen höher ansetzen. Okay, ja, vielen Dank nochmal und dann